Mr. Mondos Monster. Teil 1 eines Zweiteilers. Lady Sarah Goldwyn, die weithin bekannte Londoner Horror-Oma, liebte zwei Dinge über alles. Ihre abendliche Teestunde sowie Grusel- und Horrorromane. Ihre Bücherregale waren übervoll davon. Von ihrem kleinen Vermögen konnte sie es sich leisten, einen Butler zu beschäftigen. Edgar war sein Name. Milady, haben geläutet. Ja, Edgar. Ist der Tee fertig? Sehr wohl, Milady. Soll ich ihn eingießen? Ja, bitte. Danke. Und reichen Sie mir doch das Buch vom Kaminsims. Sehr wohl, Milady. Die Bestie und der Werwolf. Ei, 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 Milady. Danke. Sie sollten auch einmal so etwas lesen. Och, bedauere. Meine Nerven sind zu schwach dafür. Wenn ich Ihnen alles glaube. Aber das bestimmt nicht. Falls Milady damit auf meine Vergangenheit anspielen aber wollen. Keineswegs, Edgar. Das habe ich doch noch nie getan, oder? Nein, nein, nein. Ich weiß, Milady. Haben Milady noch einen Wunsch? Nein, danke. Ich brauche nichts mehr. Sie können Feierabend machen. Sehr wohl, Milady. Gehen Sie heute noch aus, Edgar? Ich denke nicht, Milady. Dann also, gute Nacht, Edgar. Gute Nacht, Milady. Und viel Vergnügen mit Ihren Werwölfen. Das habe ich bestimmt. Lady Sarahs Horrorroman war so spannungsgeladen, dass sie nicht merkte, wie die Zeit verging. Aber plötzlich wurde sie durch ein Geräusch aufgeschreckt. Was war das? Ist Edgar doch noch weggegangen? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Wolfsheulen. Ich träume, das kommt vom Lesen. Ich muss doch mal nachsehen.
Vorsichtshalber mal den Revolver rausholen. Oh! Da liegt ja jemand. Tot. Die Kehle durchgebissen. Also doch ein Werwolf. Aber wo? Vorsicht, Sarah. Vorsicht. Er hat sich auf dem Speicher versteckt. Also schießen hat keinen Sinn, da brauche ich Silberkugeln. Also die Tür abschließen. Jetzt schnell die Polizei anrufen, bevor er ausbricht. Hier 7. Polizeirevier, Inspektor York. Hier spricht Lady Goldwyn. In meinem Hause liegt ein Toter. Ein Toter? Wer ist da? Lady Goldwyn und der Mörder ist noch im Haus. Es ist ein Werwolf. Kommen Sie schnell, bevor er ausbricht. Und bringen Sie eine Pistole mit geweihten Silberkugeln mit. Eine was? Keine Was Diskussion. Soll ich mitbringen? Es eilt Silberkugeln. Inspektor York, der den Anruf entgegengenommen hatte, starrte verdutzt den Hörer an. Und dann ebenso seinen Kollegen. Entweder bin ich verrückt oder die Alte. Was ist denn? Sie hätten eine Leiche im Haus. Wer denn? Na, Lady Goldwyn. Und der Mörder wäre ein Werwolf. Ist das nicht die Alte mit dem Horror-Tick? Ja, schon, aber diesmal klang's sehr ernst. Ja, dann fahr hin. Die Leiche kann ja trotzdem echt sein. Ich soll geweihte Silberkugeln mitbringen. Dann tunk deine Kugel den Schnaps. Dann sind sie ja auch geweiht. Quatsch nicht so komisch. Ich rufe beim Yard an. Da soll es eine Type geben namens Sinclair, der so okkulte Fälle aufklären kann. Wenn du dich blamieren willst, von mir aus. Das ist immer nur eine Frage der richtigen Formulierung.